Jo, liebe Leute, hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Amnesia. In der letzten Folge haben wir ganz komische Sachen in diesen Folterräumen gemacht und jetzt wollen wir Agrippa unsere News bringen. Oh, das ist gut. Toll, mehr hat er uns nicht zu sagen. Das ist ja schön. Aber immerhin haben wir jetzt die Gewissheit, im Querschiff ist alles erledigt. Ja, den Dialog kennen wir schon, oder zumindest so ähnlich in abgewandelter Form irgendwie. Und wir haben noch ein Memento gekriegt. Die restlichen Kugelstücke können im Altarraum gefunden werden. Okay. Agrippa, der sterbende Mann, braucht ein spezielles Tonikum, das ihn rettet. Dazu weiß ich noch nicht genau, was wir noch alles brauchen. Denn wir haben ja schon diesen komischen Knochen eingesammelt und auch irgendein Blutgedöns. Auf einem Notizzettel steht es in Dios 3 Ingredienzen. Ja, da gucke ich gleich nochmal, was wir brauchen. Es wird eine Kugel benötigt, um es in ein Heiligtum zu gelangen. So, das brauchen wir auch jetzt aus dem Altarraum. Da gehen wir jetzt hin. Und wir gucken nochmal ins Journal, und zwar in die Notizen. Wo stand das drin? War ja behauptet, sie müsste es... Genau. Hier waren die, ne? Genau, einmal, die giftigen Pilze sollten eine lähmende Wirkung haben. Dazu muss ich eine innere Drüse eines großen Exemplares finden. Okay, da muss ich anscheinend noch das aus irgendeinem Pilz extrahieren. Der Altarraum scheint dafür die... Genau, das finde ich dann auch im Altarraum. Da bin ich mal gespannt. Dann könnte ich seinen Inhalt mit dem entsprechenden Werkzeug extrahieren. Okay, wo ich das Werkzeug dafür herkriege, weiß ich natürlich nicht. Da ich gleich mal, notfalls schlage ich da einfach mit Hammer und Meißel drauf rum, wird schon irgendwie passen. Die Lebensessenz könnte wie gewöhnlich aus dem Blut, genau, das mit dem Blut habe ich gemacht. Und man kann davon ausgehen, dass das Opfer gequält wurde, bei der Foltermethode, wenn wir uns erinnern. Und Tamter dürfte schwieriger sein. Nee, das war nicht schwierig, das war... genau, das war das mit dem Brunnen. Und jetzt wissen wir auch endlich, wie diese Wassermonster heißen. Es sind tatsächlich keine Nilbarsche, sondern Kerng. Warum man die nicht sehen kann, weiß ich trotzdem nicht. Schade ist, dass dieses bisher alle Dokumente verschwiegen haben. Würde mich mal interessieren. Ja, ansonsten, ich guck noch mal kurz auf die Uhr. Nicht, dass wir wieder diesmal so viel Überlänge haben wie in der letzten Folge. Das würde mir nämlich nicht gefallen. So, hier ging es zum Altarraum, wenn ich richtig war. Genau. Was war hier noch drin? Genau, hier waren wir auch schon, ne? Ja, genau, hier haben wir alles abgegriffen. Da stand irgendwie noch Laudanum. Den hatten wir auch schon. Und die dürften alle leer sein. Ja, guti, dann können wir auch gleich weiter. Keine Zeit mehr verlieren hier. Und es geht zum Altarraum. Eingang. An diesem Tag starb etwas in ihm. Zu sehen, wie sich dieser Mann davonmachte, war mehr, als sein Verstand ertragen konnte. Okay. Ja, wenn er das sagt, dann stimmt das bestimmt. So, zwei Türen oder geradeaus. Ich check erstmal die Türen ab. Okay. Was haben wir denn hier Feines? Ein Foltertisch. Nachdem die Männer den Gefangenen gefesselt haben, konnte das Ritual beginnen. Welches Ritual? Ich habe keine Ahnung, wie da geredet wird. Mann! Also, was haben wir hier Feines? Eine Dinnerbox. Sehr schön. Sonst noch was, was wir gebrauchen können? Nö. Scheint nicht so. Hier noch was. Oh, da. Tinderbox. Immer her mit Kram. Wie viele haben wir jetzt eigentlich wieder am Start? 12 Stück. Das ist gar nicht schlecht. Und Kerzen? Nee, die Werkzeuge könnten wir noch aufsammeln und einen Eimer haben wir. Naja, gut. Und halt dieses Gedöns. Die Tür war jetzt nicht sonderlich spannend. Gucken wir mal in diese hier rein. Aha, ähnliches Szenario. Eine Notiz. Nee, was ist das? The blood wards are failing. The shadow beckons, and its cry disarms my actions. Hurry. No time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil.
Okay, die Tür rührt sich nicht. Was, wieso denn? Jetzt müssen wir... Hier liegt ein Dolch. Aber wir müssen das Vieh doch jetzt nicht töten, oder? Aha, jetzt können wir den begrabbeln. Cool. Er ist gerade irgendwie ziemlich pervers. Das hat Daniel gemacht, ja? Das ist interessant. Wir haben jetzt mitbekommen, dass... Mal ist die Tür wieder auf. Ich wollte gerade was erzählen, deswegen, Achso, ich glaube, wir müssen darüber, oder? Schauen wir mal, ist hier noch irgendwas? Nee. Gut, Auch nicht. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Aha, aha, okay. So, ich wollte gerade was erzählen. Und zwar, wir haben gerade mitbekommen, dass es einen Wächter einer Kugel gibt. Was diese Kugel genau macht, weiß ich immer noch nicht. Auf jeden Fall ist dieser Wächter für den sogenannten Schatten zuständig. Und dieser Schatten, von dem immer die Rede ist, der verfolgt uns. Also gehe ich davon aus, dass das irgendwie in Form von diesen Monstern und diesem schleimigen roten Zeug passiert. Warum auch immer, das Einzige, was wir jetzt noch wissen müssen, was halt an dieser Kugel dran ist und was Alexander da irgendwie noch mit diesen anderen Welten wollte. Und wenn wir diese Antwort haben, dann haben wir, glaube ich, auch ungefähr die Ahnung davon, was in Amnesia überhaupt Sache ist. Es wird auf jeden Fall, es bleibt spannend. Ich hoffe, wir kriegen die Antworten alle noch. Und hier konnte noch was anfassen, also nur das übliche Werkzeug. Gut. BZW nicht so gut, aber... Oh, hängt der hier gerade auch schon? Ich glaube nicht, oder? Ach, nein. Der hing hier wohl gerade noch nicht. Ist auch egal. Können wir jetzt hier noch irgendwas machen? Außer einem Monolog gibt's gar nichts mehr. Ich guck nochmal in die Mementos. Die restlichen Kugelstücke können nur in einer Gruppe des Sternenmordes tun, die Kommission rettet. Auf einem Notizzettel steht, dass es eine Mischung dieses drei Ingredienzen es wird eine Kugel mit dem Heiligtum. Ja, anscheinend war's das dann hier. Hier hängt auch einer. Das sind zwei. Hier hängt auch einer. Übrigens, du hast da einen Lappen über dem Kopf, ne? Ich hoffe, das weißt du. Jo, gut. Hier können wir dann wohl nichts mehr machen. Habe ich mir das schon angeguckt? Nein, gibt's auch nichts weiter. Guti. Dann gehen wir mal ein Stück vorwärts, wa? Lolala. Achso, haben wir diesen Dolch jetzt eigentlich am Start? Nee. Den haben wir natürlich nicht. Also war das doch irgendwas Imaginäres? Nein, die Typen hängen da ja, definitiv. Sehr suspekt. Was das jetzt genau sollte, weiß ich, nicht. Gut. Ansonsten Altarraum Haupthalle. Ich frage mich gerade, ob sich das jetzt noch lohnt. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, ich werde an dieser Stelle Halt machen und die Folge damit beenden. Dann können wir uns hier jetzt auch noch ein bisschen umgucken, bevor wir den Altarraum beschreiten. Nee, hier ist aber wirklich nichts mehr, ne? Nee. Irgendwie, weiß ich nicht, ich habe gerade das Gefühl, hier fehlt doch irgendwas. Was soll hier sonst... Hier muss doch irgendwas mit passieren. Ich meine, es hat sich nichts an unserem Inventar geändert, es hat sich nichts in dieser Welt geändert und wir haben zwar irgend so ein komisches Gedöns in unserer Fantasie vollzogen und irgendwelche Fragmente daraus sind jetzt auch hier in der Realität, wie wir es an diesen beiden Herren sehen können. Trotz allem habe ich das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Wie dem auch sei. Ja, keine Ahnung, was das soll. Ich, wie gesagt... Diese Folge ist vorbei. Ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten auch wieder ein, wenn es heißt Let's Play Amnesia The Dark Descent. Ich bin's, Tomo Venter, und tschö mit Ö. Erstmal.